Hochwasser überall in Osthessen. Das neue Jahr beginnt nass. Dauerregen lassen die Pegelstände der Flüsse kräftig ansteigen, so wie hier die Lauter in der Kreisstadt des Vogelsbergkreises. Die Schrittsteine sind überschwemmt und der Lauterbacher Strolch bekommt nasse Füße. Die Stadt Lauterbach hat den Übergang der Schrittsteine abgesperrt. Auch heute am Tag ist es in Lauterbach stark bewölkt. Am Nachmittag ziehen, wie soll's anders sein, Regenwolken auf. Es ist mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperatur liegt in den nächsten Stunden am Tag bei rund 8 Grad. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.